Hallo, ich bin's wieder und wir sind's wieder und zwar hier in Tales of Systeria. So, wir haben zum einen noch einen Dialog. I don't think any dogs have barked at me for a while now. There's the reason why. Is that Dezel? Looks like the dogs are flocking to him. What? You want something? No, I'm just a little surprised. You're okay with dogs? Of course I am. Dogs are silent partners. You haven't given them enough of a chance to know better. But dogs do bark. They only bark because they can sense your anxiety and aren't sure where it's coming from. In other words, it's because you're afraid of them in the first place. Well, I'd argue that they bark at me first. Na okay, wenn ihr das so sagt. Wir haben noch einen Dialog. Ich muss gerade mal mein Mikro was ändern, falls ich hier komische Geräusche mache. Da ist mich das Kabel des Controllers ein bisschen ungünstig gewickelt, was mir gerade erst bei der Aufnahme auffällt. Und deswegen mache ich das jetzt einfach gerade mal. Da müsst ihr euch jetzt mal ein paar Sekunden gedulden. Geduld ist eine Tugend, die in dieser Welt nicht mehr so... Ach, ist egal. It's so hot again. It truly is. I think I'm gonna get sunburned. Edna, do you use your umbrella for protection from the sun? As you can see. Do Seraphim get sunburned too? I guess it makes sense since Edna has really fair skin. Edna's umbrella can be used to avoid the sunlight as well as rain. It can even be used to push back the Hellions. Oh wow! So it's like killing three birds with one stone! Not quite. It's also her signature item, so it's more like killing four birds with one stone. If that's true, then really it's like killing five birds with one stone since she has a cute mascot character attached to it. And it's also something she can change depending on her mood, so that's actually six. I'm like Cinderella with an umbrella. I must say, that was a good one. Not to mention a lot of dead birds with one stone. Okay. Auch da faszinierend, wie unterschiedlich die englischen und die deutschen Ausdrücke dafür sind. Bei uns werden Fliegen mit einer Klatsche erschlagen, was ja aus dem Märchen das tapfere Schneiderlein, glaube ich, heißt es ja. Wohlkommt und in England oder beziehungsweise in den englischsprachigen Gebieten wirft man mit Steinen auf Vögel. Das ist aber nett. Okay, reden wir mal ein bisschen hier mit diesen ganzen Nebenquest-Menschen, würde ich sagen. Weil hier ist ja doch noch ein bisschen was aufgepoppt, was wir vorher nicht hatten. Ich habe bei den Sperlingsfedern eine ganz entzückende Pfeife abgegriffen. Sie ist wirklich wundervoll verarbeitet, gearbeitet. Ich kenne die Pfeife. Ich mag sie sehr, aber Geld mag ich noch mehr. Ich könnte mich für 5000 Gold von ihr trennen. Passt das? Die Handwerkskunst ist gut, aber die wundervolle Wärme, mit der sie glüht, ist ganz besonders. Sie ist ein wahrer Schatz. Okay, wir haben genug Geld, dann haben wir Opas Pfeife zurückbekommen. Das ist ja cool. Was wir damit jetzt sollen, weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, ihr Zweck wäre erfüllt. Aber okay. Ach, du bist also der Hirte? Ja, es tut mir leid, wenn ich unhöflich bin, junger Mann, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Seraph Syndra, Herrscher des Landes für diese Stadt, ist neulich davongelaufen. Ich wäre so dankbar, wenn du sie für mich suchen würdest. Ich würde es ja selbst tun, aber in letzter Zeit sind so viele Hellions unterwegs. Sie wollte zum See. Wahrscheinlich hat sie den unterirdischen See in der Cambria-Untergrundhöhle gemeint. Es muss nicht sofort sein, wenn du mal Zeit hast. Ich wäre dir wirklich sehr dankbar. It seems like the Guardian Seraph became a Hellion. But why would it just up and leave like that? Okay, also warum kommt man aus der Information darauf, dass es ein Hellion geworden ist? Dass sie ein Hellion geworden ist? Also ich dachte, es wäre ein Frauenname. Jetzt haben wir schon 12 Gold gefunden, das wird immer mehr. Dann haben wir unsere 5000 ja fast wieder drin. Is it? Ah, dahinter. Möglichkeiten deiner SK optimal zu nutzen, SK oben halten, damit die Wiederherstellungsrate hoch bleibt, Abwehr von feindlichen Angriffen, Schwächen angreifen zur SK-Auffüllung, Angriff abbrechen. Entschuldigung. Ja, das ist und bleibt irgendwie mein Markenzeichen, ich weiß nicht mal, warum das immer passiert. Vor dem ganzen Let's Play-Gedöns ist das nie jemandem aufgefallen und jetzt passiert es einfach immer wieder seit... Zur aktuellen Zeit der Aufnahme müssen es 4,5 Jahre sein, mache ich den Quatsch schon. Naja. Angriff abbrechen bei feindlicher Abwehr und ausweichen. Angriff vermeiden, wenn Feinde resistent. Arts oft nutzen für niedrigen Verbrauch. Objekte mit hohem Fokus ausrüsten. Du musst dir nicht alles gleich merken. Lernen die Möglichkeiten nacheinander. Ja, ob ich die überhaupt lernen will,
sei mal noch eine andere Frage. Eine Welle von Mördern. So, durch den, das Ding haben wir jetzt aber auch wieder Windschreiten. So, how's it looking for the new hideout? We're still looking into it. Mallory, the Patinal Forest, seems like it'd be an ideal place, though. Perfect timing. We wanted to ask you about something, boss. I figured you'd need me to come along. It's not about the hideout. It's about our job as the Sparrow Feathers. We can't decide on which product to purchase. Mabo buns or curry buns? Which do you like? Mabo curry buns! Isn't that just your personal preference? Nope, it's a rational decision I'm making as the boss of the Sparrow Feathers. This is just what the world needs! The sheer deliciousness that only this combination can bring! Sounds kind of subjective to me. Ach, Quatsch. Fine. We'll go with that. You guys do all kinds of stuff. That about sums up what we do. And we don't do jobs just for money. I see. That's why we make our actual living as merchants. Well, mostly Agil does. I'm the one who gives the okay on bringing out new products. All right. We'll be going back now. Boss, try and drop by the Forest of Mallory if you can. Everyone's already gone there. Will do. Take care, y'all. Take care, y'all. Okay. Ach so, ja genau, das wurde mir auch in den Kommentaren, ich hoffe, ich denke dran, die wieder einzublenden, das habe ich, glaube ich, schon mal öfter vergessen, schon mitgeteilt, dass anscheinend nach größeren Story-Ereignissen hier die Seraphen rumgetauscht werden. Deswegen muss ich da ab und an mal drauf achten. So, jetzt haben wir die Nebenquests erledigt und weil wir jetzt schon eine Weile hier sind, also noch nicht allzu lange, aber ein bisschen, wir sind an einem neuen Standort, es ist alles Mögliche passiert. Das Erste, was man da machen muss, ist eine Runde schlafen und drüber nachdenken. Aber noch nicht, wenn es Schätze gibt, die ich noch einsammeln kann. Naja, Safran. Damit hätten wir schon wieder 7 von einer Sorte. So, und weil ich eins... ich bin wieder verwirrt, wie sonst was. Und weil ich ein Zahlenmensch bin... Da. Machen wir jetzt Folgendes. Ich mag gerne gerade Zahlen. Aber was ich noch lieber habe, sind Zahlen, die durch 5 teilbar sind. Und das Beste sind natürlich dann noch Zahlen, die durch 10 teilbar sind. Weil die ja sowohl gerade als auch durch 5 teilbar sind. Deswegen machen wir das jetzt runter auf 5. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine sehr merkwürdige Einstellung zu Zahlen manchmal. Wobei ich da nicht alleine mit bin, das weiß ich auch schon. Zum Beispiel, dass also bei mir müssen Lautstärken quasi immer einen geraden Wert haben. Das finde ich ganz interessant. Unter meinem aktuellen Betriebssystem Windows 10 ist es tatsächlich so, dass die, zumindest wenn ich das benutze, immer einen geraden Wert haben. Ich habe auf meiner Tastatur diese Lautstärke hoch und runter Tasten. Und wenn ich das mache, dann springt der immer um 2 statt um 1. Finde ich nett, dann muss ich mich da nicht bemühen. Am besten sind aber natürlich trotzdem die 10er oder 5er, aber die sind immer schwer zu treffen. Deswegen bleibe ich da meistens bei den 2er Schritten. Okay. Dann machen wir heute ein bisschen Lore. Also ein bisschen mehr quatschen und ein bisschen Skizz durchlesen und sowas. Gehört ja auch dazu. So, do you think Rose has gotten used to us being around yet? Yeah, I feel like she mostly has. She may be a big old scaredy cat, but she's pretty adaptable. I'm not so sure. That fear of hers may run deeper than it looks. Remember, it was powerful enough to suppress even her prodigious resonance. With the help of someone we know. I don't have to apologize for anything. But even so, Rose tagged along of her own volition. I'm sure she'll be just fine. I want to believe she will. Human compatriots like Rose are one in a million. In more ways than one. Yeah, in more ways than one. What's so funny? I was just thinking, maybe we're the ones getting used to Rose and not the other way around. Very likely. You're talking to Lila and the others while they're invisible again, aren't you? Creepalicious! Guess she's still got a ways to go. It just takes time and patience. Ja, wahrscheinlich. Hi! Oh ja. Da haben wir ja noch ein bisschen was. Cool. Roland scheint auch seine eigenen Probleme zu haben.
So wie überall. Die Schickimicki-Leute zanken sich um die Herrschaft, während die normalen Leute leiden. Da muss ich mich übergeben. Bildlich gesprochen, meine ich. Obwohl ich mir das Recht vorbehalte, es wirklich zu tun, um meinen Punkt zu unterstreichen. Ich frage mich, wie wir nach Pendrago gelangen. Wenn wir über die Wiese des Triumphs direkt nach Westen gehen, landen wir auf der Perlhaferweide. Von dort sieht man im Süden eine große Burgmauer. Das ist Pendrago. Es ist eigentlich recht einfach. Aber ich glaube, es schadet nicht, sich ein wenig umzusehen. Es ist schon ein ganzes Stück dorthin und du bist das erste Mal in Rollins, oder? Ja, das ist wohl richtig. Soweit ich mich erinnere. Du willst bestimmt den Unterschlupf begutachten, oder? Ah, das wäre gut. Bei unseren Unterschlüpfen bin ich recht eigen. Ich will nicht fragen, aber würdest du mitkommen? Sie schauen sich einen Ort in Mallory, dem Patinawald, an. Er ist nördlich der Wiese des Triumphs. Ja, das werden wir natürlich tun. Mit der Karte kann ich wohl nichts falsch machen. Frage dich selbst, Saray. Wie viele Abenteurer ziehen ohne gute Landkarte los? Richtig, kein einziger. Sie haben sich alle verirrt und sind gestorben. Werd nicht einer von denen. Ich versuch's. Ein unterirdischer See, ja? Also wir wissen, dass die vermisste Seraph meinte, sie wolle an einen See. Das ist der einzige Hinweis, den wir haben. Wieso gehen wir nicht hin und schauen nach? Zu den Cambria-Höhlen, meine ich. Jawohl. Das ist, denke ich mal, ein guter Plan. Ich nehme nochmal den hier. Und was haben wir denn hier? Wir können ein Steak essen, wir können saure Gurken essen, gebackene Tomaten oder ein Mabo-Curry-Brötchen. Tatsache. Die absolute Verschmelzung. Schweinefleisch plus Tofu plus Curry plus Brot in Gestalt eines vorzüglichen Mabo-Curry-Brötchens. Heilt bei K.O. das K.O. und stellt 20% der KP wieder her. Nice. Heilt Verlangsamungen, heilt Verbrennungen. Stellt 15% der KP wieder her, wenn die KP der Person unter 60 fallen. Auch das wäre wahrscheinlich mein Hauptpunkt, weil in 5 Kämpfen zu sterben, das ergibt Sinn vor einem Bosskampf, glaube ich, oder sowas ähnlichem. Aber ich bezweifle, dass wir vor einem Bosskampf immer gut an was zu essen kommen. Also ich weiß nicht. Wir können das ja leider nicht mitnehmen, da es ja kalt wird und dann kann man es nicht mehr essen. Zumindest anscheinend im Spiel nicht. This town's just bursting with sinister rumors, isn't it? Yeah. No wonder they call it the Age of Chaos. And a lot of them sure sound like the work of Hellions. If you're interested, why don't we investigate? But we have someplace to be already. Taking a little sidetrack isn't gonna kill us. It's not like we promised a specific time frame or anything. I'm with Rose. Me too. It's a good opportunity. Why squander it? Fair point. All right, let's do it. No regrets. Except the regret of getting involved. Ja, das mit dem Einmischen ist schon so eine Sache. Also ich neige, glaube ich, auch dazu, gerade in solchen Spielen dann mich überall einzumischen und versuchen, das Beste draus zu machen, aber es funktioniert. Also das finde ich halt sehr krass an dem Spiel hier. Das ist nicht so ein Standardprozedere, wo man das immer macht und überall die Welt rettet, sondern es geht auch tatsächlich auf diese Probleme ein, dass es einfach nicht immer geht. Das fand ich schon sehr beeindruckend zum Teil. Is there any sort of rhyme or reason to what happens when you fuse equipment? Great question, Rose. You're right. There's nothing random in the fusion of equipment. Can you just tell it to me short and simple before I fall asleep? Sure. First, the rules for fusing two different equipment skills only apply to those located in the same slot. So it actually does matter which slot each skill is positioned at. Yes, what skill is placed in which slot is a very important factor in equipment fusion. So it's important to... Well, it's... Huh? Are you asleep? Okay. Ja, dann habe ich bestimmt schon so einige Fertigkeiten von den Ausrüstungen wieder runtergenommen, aber das ist ja vielleicht auch sinnvoll oder gut, wenn man das kann, um dann eben wieder neue drauf zu machen. Wobei ich gerade gar nicht weiß, wie das geht, außer durch das Normin einmal finden. Da kann man es einmalig machen, aber ich weiß nicht, ob man das später nochmal kann. Weil so wie ich das bei den Herrscher des Landesmenü hier, das haben wir hier noch nicht, feststellen konnte, war es ja immer nur so, dass wir einstellen können, welcher Aspekt auf neue Ausrüstung, die wir beim Kampf finden, wahrscheinlicher wird. Alles andere, Boeuf Bourguignon oder so ähnlich. Ich hatte Latein in der Schule. Nur als Anmerkung, falls meine französische Aussprache schlecht ist. Falls das überhaupt Französisch ist. Keine Ahnung, ich bin kein Sprachgenie. There's something I want to tell you, since you've acquired the power to armatize. Yeah? Hidden arts are stronger than martial arts. Seraphic arts are stronger than hidden arts. And martial arts are stronger than seraphic arts. That's the basics. But we can only use martial arts and seraphic arts.
which means that Seraphim aren't able to accommodate all types of enemies. You guys can use martial arts and hidden arts on your own. And during armatization, you can use hidden arts and seraphic arts. Human, Seraphim, and armatization. So we can compensate for each of the three different types depending on how we use them. Yeah. For example, for enemies that don't use any seraphic arts, it would be more advantageous if you armatize. Of course, you may encounter enemies which can be taken down more easily when you are not armatized as well. It just means that the armatization isn't all-powerful. Right. There's the advantage of being able to concentrate two powers into one. But there's also a disadvantage to that as well. Assess your situation at all times. But the worst situation you can get yourself in is getting in a pinch from overthinking things. You gotta find your own balance out there. I'll take things one step at a time. Thanks, Dazzle. Oder ich überlevel einfach und kämpfe die ganze Zeit, weil ich nicht nachdenken will. Ja, okay, es ist ja aktuell alles noch machbar. Puh. Aber die Grundlagen von diesem Schere-Stein-Papier-Prinzip habe ich, glaube ich, schon verstanden. So, which one of you influenced the other into ruin exploring mania? Man, I don't even remember. You were the one who started it, obviously. Always dragging me around like that. But you were the one who first took interest in the treasure hunting aspect of it all. That's only because I wanted there to be some sort of overarching goal to what we were doing. Well, I've learned one thing from all this. What is it? That I don't care about this stuff at all. That's all you got out of this? Das ist doch auch schon mal was. So, ich muss mal gerade einen Schluck trinken, tut mir leid. Moment, ein bisschen warm. So. Muss auch mal gegönnt sein. Das haben wir noch. Ja. Was leben wir doch in einer schrecklichen Welt. Diese vielen Kriege und Morde. Was würde ich dafür geben, wenn nur der Frieden zurückkehren würde? Ja, das wäre nicht schlecht. Was kann das eigentlich? Stellt nach Ablauf von 60 Sekunden Kampfzeit 55% der KP wieder her. Das ist doch nett. Das könnte man eigentlich auch mal mitnehmen. Hält auch für 10 Kämpfe. Do you know a lot about ruins? I do have some knowledge about them since I've been around. But I've never been interested enough to explore. It's really fun to imagine what these artifacts have been through over the years. Ponder over our new discoveries, close in on the truth, or expand on what we already know. I do have the ability to sense certain smells left behind in the earth, to detect humans and certain objects left behind since ages past. Whoa! You can sense through smells? Is that something even someone like me could learn? You can learn through experience to a degree. But you need talent if you want to truly master it. I'll try my hardest. Let me know if I overlook anything important. Yeah. As long as I don't get into the way of your precious hobby. Was war nochmal seine zweite Fertigkeit? Das muss ich nochmal gerade nachgucken. Das Windschreiten ist ja ganz praktisch, aber er hatte noch was anderes, was man aber nur in bestimmten Situationen braucht. Ach, guck an. Genau, das Anlocken, aber er hatte auch schon die Aktionspunktsuche jetzt freigeschaltet. Aber da finde ich das Windschreiten, glaube ich, immer noch besser. Schleichender Schritt. Ja, wir könnten auch Snacks zubereiten, aber Normensuche. Machen wir das den Geldfund noch weiter und dann passt das schon soweit. Ja, genau. Ja, ich brauche nicht noch einen, der Aktionspunktsuche macht. Ach so, Ray hat den Schatzdetektor auch. Du hast die Fusion, aber die Gesundheitswiederherstellung hat sonst keine. Und du hast einen Schatzdetektor. Und die Heilmittelzubereitung. Dann nimmst du bitte die Heilmittelzubereitung, du den Schatzdetektor und du die Aktionspunktsuche. Das Windschreiten braucht man nicht so dringend, aber so könnte man eventuell Elisha ersetzen, die ja ab und an Heilmittel erstellt hat. Aktuell haben wir noch keinen Herrscher des Landes. Das ist schade. Da können wir also noch keine Gegenstände verbrennen. I never thought I'd see so many Hellions. Kinda makes me feel guilty for not being able to see them before. You should. Ignorance is a crime, you know. So, don't you think the quality of equipment is crucial in surviving tough battles? They also say that true masters don't choose their weapons. But since we're no masters, I thought it might be better if we build relationships with the shop owners and order from them. Yeah, well, they say the relationship only lasts as long as the money does.
Yeah, I agree. So what I'm saying is, it's important to build the relationship with the shopkeeper rather than just haggling to get the price down. I can't even tell if you guys are arguing or not. Ich glaube, Edna spielt wieder nur. Sie spielt sehr, sehr gerne, glaube ich, vor allem mit Rose. Objektbestellung. Ach, dadurch kriegen wir auch die ganzen Sachen jetzt hier, oder was, die ich jetzt gerade eben entdeckt habe? Oh ja. Wähle einen Laden eines Waffenschmieds mit Rang 3 oder höher aus und erhöhe die Verfügbarkeit bestimmter Objekte. Ich habe da nicht drauf geachtet, was unten rechts aufgepoppt ist, sonst hätte ich das ja gewusst. Das habe ich nämlich gerade gesehen. Und erhöhe die Verfügbarkeit bestimmter Objekte. Aha. Wow. Dann machen wir das mal. Ja, wobei, wir machen mal noch den schleichenden Schritt und gehen gleich mal noch ein bisschen einkaufen. Einfach mal so ein bisschen in der Stadt chillen. Water, pierce my enemies. Sharp ice, crack and scatter. If I can just exert control over the diffusion here. Couldn't quite suppress it enough. But I'm starting to get the feel for it at least. Hang in there, buddy. Mikleo trainiert, okay. Kriegt er jetzt Erfahrung vielleicht? Das wäre nett. Ne, wir haben nur ein Steak gegessen. Aber ich fände es schön, wenn er jetzt so ein Level bekommen hätte oder so. Boy, I gotta say, that improv act during the inspection sure was a hoot. Yeah, Lila in particular was getting way into it. To tell you the truth, I've always loved performances like that. I've been wanting to try one out my whole life. I gotta say, that was pretty sweet, coming up with those ridiculous lines on the fly. We Seraphim have way more experience than you folks. Now that you mention it, that's right. A Seraph's age basically has nothing to do with their appearance. How old are you actually, Lila? I'd like to know that too. I feel like she must be older than me. That's classified. I guess your ad-libbing prowess only applies in certain situations. Weil mich auch interessieren würde, wie alt Edna ist. Und wie alt Dazzle ist, weil wenn wir schon mal wüssten, wie alt er ist, wüssten wir auch, wie alt Lila mindestens ist. Wahrscheinlich. Gerade da sie sagt, es ist classified, nehme ich mal stark an, dass sie weiß, dass sie älter ist als er. Sonst hätte sie nämlich gesagt, nein, ich bin aber jünger als du. Oder sowas ähnliches. Rose? Yeah! Oh, please excuse me. Is this better? Yeah, much. So, what's up? I just wanted to thank you properly. Thank you very much for saving Saray in the battle. Oh, think nothing of it. It was a spur-of-the-moment kind of thing. Maybe. But your courageous acts and spirit were very moving. They were? Hey. Ah! Come on, show yourself! Now, what do you want? I was just going to tell you not to overdo it with all the flattery. Also, sorry for surprising you. Just don't do it again! I apologize too soon. That was even fiercer than when we saw her in battle. Oh Mann. Naja, sie hat schon Angst davor. Ich überziehe die Folge jetzt bewusst ein paar Minuten. Ich hätte gerne die Skizz diese Folge noch abgearbeitet, dann können wir in der nächsten Folge shoppen gehen und uns ein bisschen umschauen, vielleicht schon mal die ersten Nebenquests angehen. Alles ganz in Ruhe. Dadurch kommen wir natürlich nicht besonders schnell weiter, aber da ich eh davon ausgehe, dass diese Serie über 120 Folgen haben wird, aufgrund der Daten, die ich von How Long to Beat geholt habe, haben wir ja Zeit. Dann werden es vielleicht 130 oder so. Schauen wir mal. Ist noch eine Weile hin. Stellt 35 Kapitel der ganzen Gruppe unter. Okay. Na, wir lassen das Steak. Ich erwarte jetzt momentan keine besonders harten Kämpfe. Damit haben wir aber die Skizz hier abgehakt. Ich bedanke mich an dieser Stelle dann auch fürs Zuschauen. Und wenn ihr irgendwelches Feedback habt, dann hinterlasst es doch gerne. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ciao.